Ja, verehrter Herr Professor Dr. Schubert-Zillerwetz, verehrter Herr Professor Dr. B. Reiter-Hahn und vor allem verehrte Beschäftigte hier am Bau, die Sie tagtäglich diese Arbeit tun. Ich habe da große Hochachtung vor. Es ist ja hier in den Redebeiträgen auch betont worden. Ich kann das nur unterstreichen. Sie sind hier tagtäglich auf dieser Baustelle und haben dafür gesorgt, dass wir binnen 12, 13 Monaten dieses Gebäude so weit hochgezogen haben. Alle Achtung für diese Leistung. Ich möchte das ausdrücklich würdigen und ich denke, das ist auch noch mal ein Beifall wert, der an Sie gerichtet ist. Vielen Dank dafür. Aber es ist auch erwähnt worden, dass viele andere auch Beiträge dazu liefern. Der Architekt, das Planerteam, die Fachingenieure sind hier ganz aktiv tätig. Unser Projektsteuerer Hitzler Ingenieure ist hier tätig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Haus, Frau Hamer und Frau Hartmann, sind hier wirklich mit Herzblut dabei bei dem Projekt. Viele andere mehr, die sich hier um dieses Projekt kümmern. Und es ist ja ein Projekt, was, es ist beschrieben worden, für junge Menschen gemacht wird und die unsere Zukunft darstellen. Und insoweit ist dieser nachhaltige Bau, den wir hier machen, das, glaube ich, passt sehr gut mit Studierenden zusammen. Und da bin ich außerordentlich dankbar und froh, dass wir hier in der Tat Pionierarbeit leisten. Es sind aber auch noch mehr, die hier dazu beigetragen haben. Die Universität sicherlich, Herr Professor Schubert-Zillerwetz, hat sich hier sehr auch für eingesetzt, für dieses Grundstück, aber auch andere mehr in der Universität. Das Land Hessen, die verschiedenen Ministerien, Wissenschaft, Finanzen, aber auch Wohnungsbau sind hier mitbeteiligt und haben mit unterstützt mit Darlehen, mit Zuschüssen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber auch die Stadt ist hier zu nennen, die uns tatkräftig unterstützt und auch fördert. Die Abgeordneten im Hessischen Landtag und im Parlament der Stadt Frankfurt haben hier mitgeholfen. Also es ist eine ganz breite Palette, denen auch tatsächlich hier Dank gebührt, dass wir so weit gekommen sind. Ja, ich habe mich sehr gefreut auch über diese Bank, die eben auch zeigt, das ist nicht nur ein reines Wohnhaus, sondern ein Ort der Begegnung. Darauf hat ja auch Professor B. Reiter-Hahn und Herr Professor Schubert-Zillerwetz hingewiesen. Hier treffen fast 400 Menschen in diesem Haus zusammen, die hier nicht nur schlafen, wohnen und essen, sondern die sich auch begegnen. Und die Bank steht eigentlich hier dafür. Und einiges, was wir hier noch im Hause bieten an Möglichkeiten, um sich zum Beispiel fit zu halten, um Musik zu machen oder auch einfach mal Fernsehen zu schauen. Das alles wird in diesem Hause möglich sein. Vielen Dank auch nochmal an Herrn Blaumann und insbesondere an Ihr Engagement und Ihr Herzblut, was Sie in dieses Haus mit reingesteckt haben. Herzlichen Dank. Abschließend, Professor Dr. Schubert-Zillerwetz hat darauf hingewiesen, er ist nur noch wenige Tage im Amt und wir sind hier über 10 Jahre hier ein gemeinsames Team gewesen, haben, glaube ich, sehr, sehr viel bewegt, viele neue Wohnheimplätze gemeinsam ins Leben gerufen, im gesamten Rhein-Main-Gebiet, nicht nur hier in Frankfurt, viele Verpflegungseinrichtungen, aber auch Beratungsunterstützungsangebote, wo er sich auch immer ganz persönlich eingesetzt hat. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen, wir haben einen Nothilfefonds für Studierende, die einfach kurzfristig in eine finanzielle Klemme kommen. Da hat er sich persönlich dafür eingesetzt, dass dieser Topf auf 50.000 Euro angewachsen ist. Und das soll nur als ein Beispiel verstanden wissen, neben den über 1.000 Plätzen, die wir gebaut haben und weiteren 1.000 Plätzen, die wir noch in der Pipeline haben und die jetzt hier in den kommenden Jahren entstehen werden. Ein ganz herzlicher Dank für diese viele Arbeit, die dahinter steht und diese gemeinsame gute Zeit, die vieles vorangebracht hat und vieles auch schon aufgeholt hat, was in den Jahrzehnten davor versäumt wurde. Ein ganz herzlicher Beifall und vielen Dank dafür.